Hi Leute, 47, grüße euch. So, mal wieder ein paar EGBs mit Versand, 21 Euro von der Firma Mobi Air. Ne, Mobi Bear war das, ne? Ja, Mobi Bear heißen die. Die habe ich schon in dem ersten, in dem anderen AMD-System verbaut. Super Qualität, wie ich finde. Super eingepackt. Könnt ihr hier sehen, ist sogar gepolstert hier. Da ist die Fernbedienung. Muss man einfach nur wieder rausziehen. Schon ist sie aktiviert. Jetzt die, ist der Kontakt zur Batterie hergestellt. Das sind 30 cm Stripes, die auch magnetisch sind. Gut, die haben jetzt hier eine gewisse Vorspannung, aber die eine Zeit lang, wenn die so gehalten werden, dann halten die dann auch. In der Regel. Müsst ihr halt ein bisschen nachhelfen. Gucken, ob wir jetzt auf die Schnelle hinkriegen. So sieht es ja schon besser aus. Ne? Jo, zwei Stück habt ihr da. Dann ist das jetzt hier direkt für Molex Anschluss. Also direkt ans Netzteil kann er gehen. Das hier ist der Empfänger. Da wird dann hier einfach der Strom angeschlossen für den Molex Anschluss. Das ist eine Verlängerung, habt ihr noch zusätzlich dabei. Also ihr könnt jetzt einen Strip hier anschließen. Müsst natürlich darauf achten, ob der Pfeil übereinstimmt hier, so. Dann könnt ihr jetzt praktisch hier die Verlängerung anschließen. War so ein bisschen im Case, wenn er ein bisschen größer ist. Weil ihr könnt ja da hier sehen, da kommt das jetzt rein. In der hier eine Pentium-Maschine. Dann wird das hier angeschlossen. Und schon ist das geritzt. So, mal gucken, ob die jetzt auch so hell sind wie die letzte Mal. Ich habe hier ein Netzteil schon mal vorbereitet. Brauche ich noch einen freien Molex. Da sind noch welche. So rum. Gerade mal Strom anmachen. Sollte eigentlich gleich leuchten. So, jetzt müsste das ja eigentlich gleich angehen. Empfänger ist jetzt hier, das ist Pinnacle. So, schon ist es an. Wie gesagt, mit Versand 21 Euro. Da gibt es natürlich jede Menge Hersteller. So, weiß. Jetzt haben wir noch grün, rot, ist ziemlich hell, aber sind die ja meistens. Versuche das mal so festzuhalten hier. Jetzt haben wir noch gelb, orange und jede Menge Farben. Dann habt ihr noch hier Strobe, das ist so pulsierend, oder? Ja. Jetzt haben wir hier Flash. Boah, ist total hell. Fade. Also ist das Fade. Achso, dann wechselt der ein bisschen. Okay. Und Smooth. Aber wie gesagt, da direkt da rein zu gucken, ist viel zu hell. Man könnte noch wohl irgendwie mit der Helligkeit spielen, aber das funktioniert irgendwie nicht so ganz. Vielleicht bei dem Weißen. Ah, das wird langsam dunkler jetzt gerade. Okay. Was ist das? Verschiedene Farben hier. Okay. Ja, wunderbar. Wie gesagt, ich habe es ja schon mal verbaut. Funktioniert. Das Problem bei dem ganzen Empfänger hier ist natürlich, weil im anderen Case ist hier vorne so eine... die Front ist halt aus Metall und da müsste halt wirklich ganz nah ans Case gehen. Das ist der einzige Nachteil halt. Ne? Aber ich denke mal, das Case wird eher auf dem Tisch stehen und daher passt das wohl. Also meine Lieblingsfarbe ist eigentlich diese hier. Diese oder halt weiß. Ja, sowas. So ist das okay. So leichter Gelbstich. Ne?
orange-gelb, wenn man das sagt. Okay, so, dann würde ich sagen, dann baue ich das jetzt ein in, wie gesagt, hier in die Inselmaschine hier, die 350-Euro-Maschine. Und dann zeige ich euch, wie das dann im Case aussieht. Ich sag mal bis gleich, das dauert hier vielleicht ein Stündchen oder so, ich weiß nicht, mal gucken. So, ich hoffe, man kann das sehen. So, ich habe das eingebaut, ist leichter vonstatten gegangen, als ich dachte. Wie gesagt, die Färben habt ihr ja hier dabei. Ich hoffe, man kann das einfangen in der Dunkelheit hier, weil das Licht bringt ja nichts, so seht ihr ja nichts. Ist im Moment auf random eingestellt. Klar, ihr könnt jetzt einfach noch weiß machen, weil ich habe ja den Empfänger jetzt hier an der Seite. Ja, dann könnt ihr mal rumswitchen. Ich gehe einfach mal davon aus, dass die Maschine auf so einem kleinen Schreibtisch oder so stehen wird, weil hier ist der Empfang schon wieder schlechter, weil wie gesagt, ist hier der Empfänger. Können wir auch gleich wieder ausmachen. Was haben wir denn noch hier? Oder das ist ein bisschen nervöser, finde ich. Wer es mag. Hier wechselt ihr die Farben. Der LED ist eigentlich dasselbe wie eben, aber egal. Das mag ich am liebsten, dieses Pulsierende. Oder Breathing, Atmen, genau. Oder macht er jetzt irgendwie nur bei Weiß, warum auch immer. Ist ja egal. Das hier. So ein leichtes Orangen. Ist eher mein Favorite. Ja, funktioniert alles. Muss ich jetzt nur noch ein bisschen optimieren, halt ein bisschen laut ist die Maschine. Ich habe da gerade das eingebaut. Und könnt ihr mich sehen? So ganz leicht, denke ich mal. Ne? Ja, ich würde sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Video. Euer 47er. Ciao, ciao.